So, der Tipp, der am meisten gebracht hat, das ist Punkt Nummer 3, ist folgendes. Das hat mit dem Heben der Ferse zu tun. Hallo, diese Woche beim Mannschaftstraining, ich habe 4 verschiedene Mannschaften trainiert, war Driver das Thema. Und 4 mal 2 Stunden habe ich insgesamt 32 oder ca. 30 Golfer unterrichtet. Und wir haben alle Bereiche des Abschlags mit dem Driver trainiert und alles ausprobiert. Ich wollte, dass mein Schüler verschiedene Sachen ausprobieren, verschiedene Ballpositionen, Ball hoch aufziehen, Ball niedriger aufziehen, viel rotieren, weniger rotieren, mehr, also schiefer stehen am Ball, mit der Wirbelsäule gekippt oder mehr aufrecht. Wir haben wirklich vieles ausprobiert und ich wollte, dass mein Schüler dann für sich entscheiden, was am besten klappt. Und für mich als Trainer war es sehr, sehr interessant, weil man konnte sehen, welche Tipps hat am meisten geholfen. Als erstes die Ballhöhe. Wie hoch sollte man eigentlich den Ball aufziehen? So. Es ist mir aufgefallen, dass die Mehrheit den Ball so hoch aufgetiet haben, dass mindestens 3/4 des Balles zu sehen war. Und in den meisten Fällen war diese Ballhöhe zu hoch. Immer wieder oder zwischendurch, jeder 10., 12. Schlag, wurde der Ball ja oben getroffen. Den Ball so hoch aufzutiehen, kann sehr hilfreich sein. Und vor allem beim Training ist es sehr gut, weil man lernt, den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Und man schwingt automatisch mehr von innen, wenn man das versucht. Aber ist das richtig für den Platz? Und meine Meinung ganz sicher nicht. Und es ist einfach sicherer und kann nicht wehtun, den Ball etwas niedriger aufzuziehen, dass die Hälfte des Balles zu sehen ist. Und dann gab es Golfer, und ich bin ein davon, wir haben alles ausprobiert und wir haben festgestellt, dass wenn nur ein bisschen des Balles zu sehen ist, dass das sehr geholfen hat. Viele Golfer haben einen Eintreffwinkel, das etwas steil ist. Dann ist es praktisch und hilfreich, den Ball auch so zu spielen. Und der Ball fliegt immer noch hoch genug. Ich werde jetzt den Ball noch niedriger aufziehen. Okay, fast der gesamte Ball ist nicht zu sehen. Und ich kann bei dieser Ballhöhe, schlag den Ball. Sehr gut, sehr gerade und der Ball war mindestens 20 Meter hoch schlagen. Okay, so ein etwas niedriger aufgetieter Ball gestattet es mir, leicht nach unten zu schlagen. Nächster Tipp, das Ausholen. So, mehr Spannung beim Zurückschwingen baut auf jeden Fall, ist gut für mehr Schwunggeschwindigkeit. Wenn ich hier mich gut aufdrehen kann, habe ich wirklich viel Spannung, die ich dann lösen kann, um den Ball weit zu schlagen. Und ich finde es eine gute Sache. Aber da muss Spannung sein. So als ich meinen Schülern gesagt habe, nur versuch mal richtig weit euch zu drehen, aber das ist wichtig. Ich habe ihnen dann gesagt, wenn du das tust, guck, dass du deinen Wirbelsäulewinkel beibehältst. Geh nicht hoch und geh nicht nach hinten. Wenn du merkst, dass es nicht mehr geht, ist das das Ende des Rückschwunges. Wenn du wirklich Schwierigkeiten hast mit der Flexibilität oder Verletzung, ist es auch auf jeden Fall eine Möglichkeit,
die Ferse hochkommen zu lassen. So nicht bewusst die Ferse heben, beweg deine Hüfte mit deinen Schultern mit und dann kommst du rum. Was sehr aufzufallen war, manche, die wirklich steife Hüfte hatten, haben sehr schnell das getan. So, ich habe vor kurzem ein Video gemacht für Hüfte, Flexibilität, für Mobilität. 6 verschiedene Übungen habe ich mit einem Physiotherapeut gemacht. Und bitte schau dieses Video, es ist hier in der Ecke. Aber es ist wichtig, die Hüfte zu drehen, damit man auch die Schulter drehen kann. Okay, so ja, Bauchspannung auf, aber das ist wichtig, dass wenn man es tut, dass man seinen Wirbelsäulenwinkel hält, weil sonst ist die Spannung weg. Ich muss jemanden durchlassen. So, der Tipp, der am meisten gebracht hat, das ist Punkt Nummer 3, ist folgendes. Das hat mit dem Heben der Ferse zu tun. So, viele fanden es gut, weil die ihre Hüfte besser drehen konnten und die konnten besser rumkommen. Aber die haben darauf aufgepasst, den Wirbelsäulewinkel beizubehalten. Dann, nachdem sie das gemacht haben, habe ich ihnen gesagt, und das solltest du unbedingt ausprobieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Man sieht es viel auf der Tour. Auch vor allem bei den Senioren ist das beim Abschwingen. Die erste Bewegung, die ich jetzt mache, ist meine linke Ferse, die ich jetzt gehoben habe, in den Boden zu drücken. Und das ist so eine tolle Sache, weil wenn ich das tue, aktiviert dieses Reindrücken der Ferse in den Boden meine Hüfte. Und es ist fast unmöglich, so mit dem Oberkörper zu starten. Und das haben meine Slicer sehr genossen, weil sie dann das gemacht haben. Rein mit der Ferse, Arme gesenkt. Und die Schwierigkeiten mit der Drehung hatten, haben so automatisch die Hüfte rumbekommen. Und alle haben mehr Power durch den Ball gespürt, weil sie dann plötzlich von unten nach oben gearbeitet haben. Und man musste auch nicht so viel denken. So, ich werde jetzt den Ball so schlagen. Ich werde ausrollen, viel Spannung erreichen. Eine Ferse lasse ich hochkommen. Und jetzt drücke ich, lass meine Arme unter meine Brust durchkommen und ich komme in diese Endposition. Übrigens, wenn du Schwierigkeiten hast, dein linkes Bein zu strecken, wie man es machen sollte, damit man besser rumkommt, ist das auch eine gute Sache. So, ich fühle mich jetzt gut, werde einen hohen Draw spielen, Ball ein bisschen weiter vorne im Stand heben. Und dann richtig rein mit der Ferse. Ich denke, das sind 3 Punkte, die viele Golfer gezeigt haben, die ich unterrichtet habe, die wirklich was bringen können mit diesem schönen Schläger. So, viel Spaß beim Ausprobieren und ich würde mich sehr freuen, dich auf eine Golfreise bald zu sehen, wo wir wirklich intensiv zusammenarbeiten können. Die Woche in Spanien, in Islantilla, das ist im November, ist eine exzellente Gelegenheit für dich, intensiv an deinen Schwung mit mir zu trainieren. So, schaust dir bitte an, das ist unten zu finden. Ich glaube, da sind noch ein paar Plätze frei. Tschüss.